Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im NEOS Lab. Das NEOS Lab ist ein offenes Labor für neue Politik und die Parteiakademie von NEOS. Mein Name ist Josef Lentsch, ich bin der Direktor hier. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, während eines durchaus schon langen Wahlkampfes, der jetzt langsam in die Zielgerade einbiegt, doch 2 Stunden Zeit zu finden und mit uns über das Thema Freiheit zu diskutieren. Die Frage für heute Abend ist, wie frei ist Österreich? Wir werden uns aber auch durchaus anschauen, wie frei ist Deutschland und was gibt es da für Gemeinsamkeiten und für Unterschiede. Und ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Ulrike Ackermann heute zu uns gekommen ist. Sie ist promovierte Sozialwissenschaftlerin, studierte Soziologie, Politik, Neuere Deutsche Philologie und Psychologie in Frankfurt am Main. Im Jahr 2002 gründete und leitete sie das Europäische Forum an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Von 2008 bis 2014 hatte sie die Professur mit dem Schwerpunkt Freiheitsforschung und Lehre an der SEH-Hochschule in Heidelberg inne. 2009 gründete sie dann und seitdem leitet sie auch das John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung in Heidelberg. Zudem ist sie Buchautorin und als freie Autorin bei namhaften Tageszeitungen und Zeitschriften sowie beim Rundfunk tätig. Herzlich willkommen, guten Abend, Frau Professor Ackermann. Guten Abend. Neben ihr sitzt Christoph Wiederkehr, er ist Abgeordneter zum Wiener Landtag. Er ist dort auch Generationensprecher von NEOS sowie Sprecher für Bildung, Wissenschaft, Integration, Demokratie und Internationales. Er ist außerdem Vorsitzender der JUNOS, der jungen liberalen NEOS in Wien. Neben der Politik studiert er Politikwissenschaften und arbeitet auch im Bürgerservice des Verfassungsgerichtshofs. Ist das noch aktuell? Ist nicht mehr aktuell? Für den Wahlkampf geopfert. Hat gearbeitet für den Bürgerdienst des Verfassungsgerichtshofs. Herzlich willkommen auch dir, lieber Christoph. Wir haben das so geplant, dass Professor Ackermann mal mit einem circa 15-minütigen Impuls beginnen wird. Einerseits zur Frage, wie ist denn jetzt die Situation in Deutschland nach der Wahl, wie ist die Situation der Freiheit, und das ist dann auch gleich die Überleitung zum Freiheitsindex, den sie hier herausgibt, Freiheitsindex Deutschland 2017. Sie wird dann selber dazu noch ein paar Worte sagen. Ich finde es eine sehr spannende Publikation zu unterschiedlichen Aspekten der Freiheit und wie es um sie bestellt ist, in dem Fall in Deutschland. Wie gesagt, in weiterer Folge schauen wir uns dann an und da wird der Christoph dann respondieren. Wie ist denn das aus österreichischer Perspektive zu beurteilen? Wir werden aber sicherlich auch das eine oder andere Land und sozusagen die eine oder andere internationale Perspektive auch aufwerfen. Im Anschluss gibt es wie immer die Möglichkeit, dann in der zweiten Hälfte Kommentare zu machen, Fragen zu stellen. Wir haben wie immer ein Mikro im Raum, das herumwandert. Aber natürlich gibt es auch für die Leute, die im Stream heute mit dabei sind, wir streamen wie immer live, Fragen einzuwerfen. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet und wird dann morgen und übermorgen auch auf YouTube verfügbar sein. Gut, damit starten wir. Wie schaut es denn aus in Deutschland, Frau Professor Ackermann? Ja, also die Wahl ist gerade hinter uns gebracht. Einerseits gab es ein großes Erschrecken darüber, dass die AfD in den Bundestag gekommen ist. Sie sind an so etwas schon etwas anders und länger gewöhnt. Das war für das deutsche Publikum, die Wähler, aber auch die Medien ein Schock. Viele haben damit in dieser Form nicht gerechnet, obwohl man genauer besehen damit rechnen musste. Großer Anlass zur Freude gibt es natürlich für die Liberalen, die jetzt wieder im Bundestag sind mit einem sehr guten Ergebnis. Und Freude gibt es eigentlich für alle, die demokratisch gesonnen sind und die Freiheit lieben, dass die Große Koalition, die eigentlich dabei war, die Demokratie immer mehr zu ersticken, vorbei ist. Inwieweit jetzt die Jamaika-Koalition, die in Arbeit ist, tatsächlich funktioniert, wie
einfach oder wie schwierig jetzt nicht nur die Verhandlungen werden, sondern dann auch diese Form des Regierens. So etwas gab es auf Bundesebene in Deutschland bisher nicht, so eine Form des Bündnisses. Das werden wir alles sehen. Aber ich sehe es erst einmal nicht als die große Katastrophe an erster Stelle an, dass die AfD ins Parlament gekommen ist, sondern offensichtlich musste es so weit kommen, dass also auch eine solche rechtsnationale bis völkische Partei bei uns im Bundestag ist, um im Parlament à la longue wieder lebendige Debatten in Gang zu bringen, die im Zuge der langjährigen Regierung der Großen Koalition immer dürftiger, immer dünner geworden sind und der Politikverdrossenheit, der Verächtlichmachung der Politik über die letzten Jahre großen Vorschub geliefert haben. Also insofern sehe ich darin jetzt kein katastrophales Ergebnis, sondern es wird was Neues beginnen und es kommt frischer Wind, nicht nur ins Parlament, sondern in die Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht sage ich jetzt einfach mal ein paar Sätze zu dem Freiheitsindex, den es seit 2011 gibt, der dieses Jahr den Schwerpunkt hatte, populistische Verführungen beziehungsweise die populistischen Herausforderungen der Demokratie. Das heißt, wir haben im Vorfeld der Bundestagswahl genau untersucht, wie populistisch die Bevölkerung orientiert ist, und das hat letztendlich sich dann auch im Wahlergebnis wiedergespiegelt. Aber erst ein, zwei Sätze zur Geschichte dieses Freiheitsindexes. Gerade aufgrund der Schwäche, sagen wir mal, der Schwäche des Liberalismus in Deutschland, wovon Sie auch ein Lied singen können hier bei Ihnen, hat das John Stuart Mill Institut beschlossen, einen Freiheitsindex Deutschland zu entwickeln. Wir wollten wissen, was möchte die Bevölkerung alleine regeln für sich? Was möchte sie dem Staat überlassen? Was erwartet sie vom Staat? Wie frei fühlt sich die Bevölkerung? Welches Verständnis von Freiheit hat sie? Wie ist der Stellenwert der Freiheit, der gesellschaftliche Stellenwert der Freiheit im Vergleich zu anderen Werten, wie dem Wert der Gleichheit, dem Wert der Sicherheit beispielsweise? Und dies verglichen mit dem veröffentlichten Bild über die Freiheit, nämlich durch eine Medieninhaltsanalyse erhoben. Diese anderen drei Faktoren, die ich eben beschrieben habe, die erheben wir über eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, die wir bei Allensbach, dem Demoskopie-Institut Allensbach, in Auftrag geben. Und das zweite Element dieses Freiheitsindexes, der wird erhoben über eine Medieninhaltsanalyse, über sogenannte Codebücher. Ich will jetzt gar nicht in technische Details. In jedem Fall ist interessant festzustellen, dass es immer einen Unterschied zwischen der veröffentlichten Meinung gibt in den Leitmedien und der Meinung der Bevölkerung. Dieses Problem werden Sie bei sich hier auch zum Teil haben. Und wir hatten vor allen Dingen in den letzten Jahren das Problem, dass die Kluft zwischen Bevölkerungsmeinung, veröffentlichter Meinung, gerade der Leitmedien, und der politischen Klasse immer größer geworden ist. Und das sind die Einfallstore für den Populismus gewesen. So, und seit 2011 können wir mit einem bestimmten Fragenkatalog stabile Trends ausmachen. Das Erfreuliche ist, dass erstmalig dieses Jahr dieser Index im Positiven gelandet ist, bei plus 2,7. Das hatten wir so noch nie. Das heißt, dass über die letzten Jahre die Freiheit gewonnen hat, vor allen Dingen in diesem Jahr. Einmal das subjektive Freiheitsgefühl ist stärker geworden und die gesellschaftliche Wertschätzung der Freiheit im Unterschied zu anderen Werten, wie beispielsweise der Gleichheit, hat zugenommen. Das ist erstmal äußerst erfreulich. Was wir über die letzten Jahre immer relativ gleich feststellen konnten, dass der Wunsch und der Ruf nach staatlichen Verboten, die durchaus auch das Alltagsleben der Bevölkerung regeln,
recht stark ausgeprägt ist, trotz der Zunahme des Freiheitsgefühls und trotz des Wunsches nach Freiheit. Also ein doch, sagen wir mal so, ein bestimmtes paternalistisches Grundgefühl ist den Deutschen sehr, sehr eigen. Und ich denke, da gibt es große Ähnlichkeiten mit Österreich, würde ich vermuten. Darüber können wir im Detail auch noch mal ausführlicher sprechen. Wir hatten dann in den letzten Jahren neben dem Fragenkomplex, der diese generellen Items abfragt, immer einen Schwerpunkt, also beispielsweise zu Europa wollen die Bürger eher ein zentralisiertes Europa oder eine Föderation von Staaten. Wir hatten einen Schwerpunkt zur digitalen Revolution und hatten die letzten beiden Jahre den Schwerpunkt westliche Werte unter Druck, westlicher Lebensstil unter Druck. Und jetzt in diesem Jahr den Schwerpunkt Populismus und wollten einfach genau wissen, wie es in der Bevölkerung aussieht. Und das sind jetzt nochmal sehr interessante Ergebnisse, dass zwar einerseits das Freiheitsgefühl zugenommen hat, aber das große Misstrauen in die politischen Akteure beunruhigend groß geblieben ist. Es war noch größer im Jahre 2015. Und anfangs 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise. Die Erfahrung des staatlichen Kontrollverlusts hat in Deutschland dazu geführt, dass also prinzipiell auch unsere Institutionen der Demokratie wie der Bundestag und so weiter in Misskredit geraten sind. Das heißt, diese Erfahrung des staatlichen Kontrollverlusts hat das Misstrauen in die grundlegenden Institutionen der Demokratie verstärkt. Diese Krise, da sind wir über den Höhepunkt hinweg. Das heißt, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen nimmt jetzt langsam wieder zu, aber beunruhigend bleibt, ich will Sie jetzt nicht mit Detailzahlen langweilen, also es geht hier um die größeren Elemente, die wir hier wissen müssen. Das Misstrauen in die politischen Akteure ist ausgesprochen groß. Das Misstrauen in die Abgeordneten ist sehr groß, dass nämlich doch eine große Anzahl und nicht nur AfD-Wähler, sondern eine große Anzahl bis weit in die Mitte der Bevölkerung hinein der Meinung ist, dass ihre Abgeordneten nicht den Interessen der Wähler folgen, nicht die Interessen der Wähler vertreten, sondern eigene Interessen, Parteiinteressen, Lobbyinteressen oder Ähnliches. Und insofern sehen wir, das sind alles Beispiele für populistische Elemente der Demokratie, eben die bis weit hinein in die Mitte reichen. Und das hat uns dann auch beunruhigt, Zweifel in das Prinzip der Repräsentation. Das heißt, der Wunsch, das Volk möge direkt herrschen, Volkstribune und so weiter, ist auch in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt. So gesehen steht Deutschland nicht abseits. Wir haben diese Situation in Gesamteuropa, dass einerseits die alten Volksparteien abgewählt werden und dass populistische Elemente auch bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein sehr attraktiv sind. Also was natürlich, sagen wir mal, also extreme Zeichen des Populismus oder Kennzeichen des Populismus ausmachen, wie der Ruf nach einer starken Hand, nach einem autoritären Führer oder diese Neigung zu absolutem Rigorismus und zu Kompromisslosigkeit. Diese Elemente, die sind dann ganz besonders stark bei den AfD-Wählern ausgeprägt, wie wir in unserer Studie herausgefunden haben. Das reicht nicht weit in die bürgerliche Mitte hinein. Aber dieses Misstrauen gegenüber dem Prinzip der Repräsentation und vor allem, wie ich eben schon sagte, das große Misstrauen in das politische Führungspersonal, das ist also äußerst, äußerst beunruhigend. Und das müssen wir ernst nehmen. Das müssen wir ernst nehmen. Und um jetzt nochmal sozusagen den Bogen zur jüngsten Bundestagswahl zu ziehen, deshalb sehe ich der Zukunft eigentlich optimistisch entgegen und weniger bänglich, dass nämlich aufgrund dieser grundsätzlichen Gemengelage der Bundestag auch mit dem Einzug der AfD wirklich wieder zum Ort
der politischen Auseinandersetzung, der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung werden kann. Denn das ist er in den letzten Jahren nicht mehr gewesen. Gerade große Koalitionen verhindern wirkliche große Debatten. Immer wenn bei uns nur der Fraktionszwang aufgehoben war, hatten wir interessante Debatten in diesem Plenum. Ansonsten ist durch großkoalitionäre Mauscheleien viel in die Ecke gesteckt worden. In den Fachausschüssen sind viele grundsätzliche Debatten versickert und die große Auseinandersetzung, wie halten wir es mit der Euro-Schuldenkrise, hat unsere Kanzlerin also auch immer mit dem Verweis auf die Alternativlosigkeit diese Diskussion gekappt und auch im Bundestag wurde darüber nicht groß geredet und vor allen Dingen wurde nicht groß wirklich debattiert über die Flüchtlingskrise und die Folgen. Und diese Tabuisierung, die Verhinderung der Diskussion auf der gesellschaftlichen Ebene und vor allem im Bundestag hat dazu geführt, dass die AfD jetzt bei uns so stark im Bundestag vertreten ist. So, und wir haben jetzt die Chance, endlich den Bundestag sozusagen zurückzuerobern mit großen Debatten und dass die Liberalen bei uns jetzt drin sind. Christian Lindner ist ein glänzender Redner und er wird dafür sorgen, dass der Bundestag tatsächlich wieder Forum für die politische, gesellschaftliche Auseinandersetzung ist und die Zukunft des Landes. Das ist zur Einführung. Vielen Dank, Professor Ackermann. Wir haben vor der Veranstaltung kurz gesprochen. Sie haben ja auch ein Buch herausgegeben oder geschrieben, vielmehr mit dem Titel Der Eros der Freiheit. Es gab vor ein, zwei Tagen einen Artikel im Magazin Weiß, wo Österreich als die Welthauptstadt des Sadomaso präsentiert wird. Und ich habe gemeint, die Österreicher haben sozusagen einen gewissen Eros der Unfreiheit. Nicht, wir lassen uns gerne züchtigen und wir lassen uns gerne, also wenn da von Paternalismus die Rede ist, in Deutschland und einem schwachen Liberalismus, dann könnte man das, glaube ich, durchaus potenzieren für Österreich. Aber es gibt durchaus einige Parallelen bei allen Unterschieden, denke ich, Sie haben es angesprochen, eine große Koalition, die in Deutschland lange Debatten zugedeckt hat, eine Entfremdung der politischen Klasse, wenn man das so sagen kann, von einer Öffentlichkeit und gleichzeitig auch einer Medienöffentlichkeit, die auch irgendwie fernab steht von all dem. Das Parlament, das kein richtiger Ort der Auseinandersetzung ist, Parlamente, möchte man sagen, auf allen Ebenen gilt ja für Wien genauso. Christoph, wenn du das jetzt nimmst und versuchst für Österreich und auch für Wien herunterzubrechen, was siehst du denn da für Parallelen an Licht und Schatten? Hat die Freiheit aus deiner Sicht in Österreich, so wie in Deutschland, wie Professor Ackermann attestiert, dazu gewonnen in den letzten Jahren oder im letzten Jahr? Ist sie weniger geworden? Was ist denn dein Blick auf die Dinge? Ja, es sind wirklich viele Parallelen, Deutschland, Österreich. Aber wenn man von Deutschland sagt, dass der Liberalismus dort schwach ausgeprägt ist, dann ist er in Österreich eher homöopathisch und das Freiheitsempfinden leider noch weniger ausgeprägt, sicher auch historisch noch aus der Monarchie und auch, weil es lange Zeit keine liberale Partei in Österreich gab, die den Freiheitsbegriff in den Vordergrund gestellt hat und natürlich die Große Koalition in Österreich seit Jahrzehnten die Regel ist und dadurch natürlich Debatten umso mehr noch getötet hat. Und die Entwicklung, die wir jetzt in Deutschland mit der AfD haben, die hatten wir mit der FPÖ schon vor 10, 20 Jahren genauso. Das heißt, Österreich war ausnahmsweise mal in einer Entwicklung vorne, aber genau in einer Entwicklung, wo ich es nicht gerne gesehen hätte. Ich finde die Publikation wirklich sehr spannend, kann es auch jedem ans Herz legen. Ich habe die am Nachmittag durchgelesen, dieser Freiheitsindex, den würde ich mir auch für Österreich wünschen, dass man sieht, in welchen Bereichen das Freiheitsempfinden der Bevölkerung wie stark ausgeprägt ist und wie stark auch das Misstrauen Institutionen gegenüber ist. Ich war sehr überrascht, dass das erste Mal positiv war, dieser Index in Deutschland, weil ich glaube, in Österreich wird er nicht positiv ausfallen, weil meines Empfindens nach die Diskussion immer mehr Richtung weniger Freiheit geht. Ja. Bevor ich da eingehe, vielleicht nochmal auch im globalen Kontext, weil da mache ich mir am meisten Sorgen um den Freiheitsbegriff. Es gibt ja so ähnliche Freiheitsanalysen, Demokratieanalysen weltweit gesehen, zum Beispiel vom Economist. Und da sind wir seit, ich glaube, 5, 6 Jahren in der Lage,
dass immer weniger Staaten als freie Demokratien auch gezählt werden. Das heißt, das demokratische freiheitsbezogene Gesellschaftssystem ist enorm unter Druck geraten. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen Sorge bereiten muss, dass unser demokratisches Wertesystem massiv unter Druck kommt durch autoritäre und semi-autoritäre Regierungen wie in der Türkei oder auch Russland, und das natürlich einen unglaublichen Einfluss auch auf Europa hat, zum Beispiel auf den Balkan. Und da müssen wir die Freiheit ganz, ganz stark verteidigen. Aber da kommen wir vielleicht nach noch dazu. Freiheitsbegriff in Österreich halte ich für eben problematisch, vor allem die aktuellen Debatten, die wir führen. Allein am Sonntag ist in Deutschland die Ehe für alle eingeführt worden, was zu ein bisschen mehr Freiheit für viele geführt hat. In Österreich am gleichen Tag das Vermummungsverbot, was zu weniger Freiheit geführt hat. Das Vermummungsverbot hat so absurde Züge angenommen, dass Menschen, die als Clowns verkleidet waren, jetzt Anzeigen bekommen haben. Oder heute auf der Marie-Hilfer-Straße, da spielen seit Jahren Musiker in Pferdemasken, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, ja. Und die wurden heute auch von der Polizei vereinnahmt und haben eine Strafe bekommen. Das heißt, hier sieht man, dass unter dem Deckmantel der anscheinenden Sicherheit, hier der Sicherheit gegenüber vermummten Menschen, hier vor allem gegen Frauen im Burka, auf Freiheitsrechte verzichtet wird. Und dass die Freiheitsdebatte, finde ich, extrem verlagert worden ist vom Freiheitsbegriff zum Sicherheitsbegriff. Dass genauso die ÖVP beim Überwachungspaket, wie es für mich ist, es als Sicherheitspaket nennen, um unter dem Deckmantel der Sicherheit Freiheitsrechte einzuschränken. Und der gesellschaftliche Diskurs da leider auch mitgeht. Und das sehe ich mit sehr, sehr großer Sorge. Und auch im Wiener Landtag hat es uns beschäftigt, die Einschränkung vom Versammlungsrecht, auch von der ÖVP, sehr stark propagiert. Aber auch hier wieder nicht mit der ehrlichen Debatte, wollen wir Grundrechte, Freiheitsrechte einschränken, sondern alleine mit der Debatte, Geschäftsleute haben weniger Geschäfte, weil es Demos gibt von linken Extremisten. Und hier sehe ich auch eine große Gefahr in der gesellschaftlichen Debatte, weil sie nicht benannt wird. Wollen wir weniger Bürgerrechte? Wollen wir Bürgerrechte für Freiheit, für Sicherheit aufgeben oder Bürgerrechte für wirtschaftliche Prosperität aufgeben oder nicht? Und da führen wir leider in Österreich komplette Scheindebatten, und da sehe ich es als unsere Aufgabe auch sehr stark, hier auch immer wieder die Sachen beim Namen zu benennen, dass Bürgerrechte nicht verhandelbar sind. Vielen Dank für diese Antwort auf den Impuls. Frau Ackermann, Sie haben schon die Hand gehoben. Ja, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem man deutlich machen kann, in welchen Ambivalenzkonflikten wir in den letzten Jahren hineingeraten sind. Also das zeigt auch jetzt der Freiheitsindex Deutschland sehr schön, jetzt der jüngste, dass wir im Unterschied zu den letzten Jahren eine Verschiebung des Bedrohungsgefühls beobachten können, und jetzt nicht bei AfDlern nur, sondern in der gesamten Bevölkerung, dass also die Einschränkung von Freiheitsrechten, vor allen Dingen der persönlichen Freiheit, sei das Videoüberwachung, Fluggastdatenerhebung und all diese ganzen Elemente, die früher die Bürger sehr sensibel immer auch verteidigt haben, die werden zurückgestellt zugunsten von Sicherheit, und nicht nur in so einem dumpfen Sinne, sondern ich meine, man darf eins nicht vergessen. Also Europa ist nun in den letzten Jahren nochmal ganz anders in den Fokus des terroristischen Terrors geraten, und das Versagen der Sicherheitskräfte gerade auf europäischer Ebene, das ist natürlich desaströs. Und die Bürger wollen eine wehrhafte Demokratie, die wollen einen Staat, der sozusagen für Sicherheit sorgt, damit sie ihre Freiheit leben können. Also das ist auch ein absolut legitimer Wunsch. Wenn zwischendrin erfahren worden ist, solche Momente des staatlichen Kontrollverlustes. Ja? Also ja, mir sind auch diese Freiheitsrechte absolut wichtig. Aber ich finde, man sieht darin auch, wie diese Ambivalenzkonflikte sich verschärfen, mit denen wir in Zukunft mehr zu tun haben. Also der Terror wird leider Gottes erstmal nicht abnehmen. Findet da eine gewisse sozusagen Normalisierung statt, nur in eine Richtung, was du ein bisschen attestiert hast, dass also es wird sozusagen Überwachung als Sicherheit verkauft? Das ist einerseits legitim und ist auch eine Grundaufgabe des Staates, hier zu schützen, und das hat... Da gibt es eben auch, also auch Lindner hat ja gesagt, eben
hier wurde außerhalb der Rechtsstaatlichkeit agiert und in der Flüchtlingskrise 2015, das haben die Leute als wirklich einen massiven Übergriff wahrgenommen und sozusagen als einen Vertrauensverlust und Schutzverlust auch in eine Kernaufgabe des Staates. Soweit, glaube ich, sind alle Liberale ja auch durchaus dieser Meinung. So, auf der anderen Seite aber ist die Frage, tun wir genug, um sozusagen genau diese eben zum Beispiel dieses Überwachungspaket und andere, tun wir genug, um auch gewissermaßen das kritische Bewusstsein zu schärfen, diese Dinge dann auch wirklich sozusagen auch hinterfragen zu lassen. Sind da die Bürger kritikfähig oder sorgt nicht auch eine Politik, ohne jetzt paranoid zu werden, aber sorgt jetzt eine Politik nicht auch dafür und die Bildung und die fehlende politische Bildung an den Schulen, dass die Leute dann eben nicht hinterfragen können, was tut sich da eigentlich, und das verschiebt sich immer nur in eine und eine Richtung und die Leute sozusagen finden das immer alles ganz normal. Also, dass man diese Sensibilität dafür wachhält, das finde ich absolut notwendig. Das würde ich aber noch viel grundsätzlicher sehen im gesamten Zuge der digitalen Revolution. Ja? Also, das ist ja nicht nur staatliche Überwachung, sondern das sind neue Formen von sozialer Kontrolle und Preisgabe des privaten Lebens, der Privatsphäre, die Nutzer ja zum Teil selbst bedienen. Ja, also gerade viele junge Leute, die finden es überhaupt nicht problematisch, dass sie ein persönliches Profil sozusagen abliefern, dass ihre Daten zum persönlichen Profil gebündelt werden und sie personalisierte Werbung kriegen, und was sonst mit diesen Daten passiert, interessiert sie nicht. So, also dann stört mich an einem Platz eine Videokamera weniger, als dass also meine privatesten Daten über meine Gewohnheiten im Alltag gesammelt werden. So, also ich denke, man muss die Diskussion breiter führen. Soziale Kontrolle und staatliche Kontrolle, also das sind unterschiedliche Ebenen. Oder was ich zum Teil auch problematischer finde als jetzt, sagen wir mal so, rein im Sicherheitsfelde erhobene Daten des Staates, dieser permanente Paternalismus, also sozusagen einzugreifen über Verbote und die Leute in einer Weise zu lenken, wie das gute, gesunde, richtige Leben auszusehen hat, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, sich selber darum zu kümmern, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich. Also sozusagen, wenn der Staat Kindern aus Erwachsenen macht, so. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier in Österreich so, dass in vielen Restaurants mittlerweile kein Salzfässchen mehr auf dem Tisch steht, weil es ungesund ist, und das ist in Deutschland übrigens noch erlaubt. Also da sieht man noch mehr Salzfässchen auf dem Tisch. Also ist ein kleines Beispiel jetzt, aber da werden erwachsene Menschen im öffentlichen Raum behandelt wie kleine Kinder, denen man das Salz wegnimmt, weil sie noch nicht in der Lage sind, zwischen Zucker, Salz und sonst was zu unterscheiden. Und das ist eine Form von Entmündigung, die permanent mit dieser staatlichen Fürsorge um sich greift. Die finde ich also viel, viel problematischer, als wenn Fluggastdaten erhoben werden. So. Ich sehe beides problematisch, den zunehmenden Paternalismus und den Wunsch auch der Bevölkerung nach paternalistischen Aktionen des Staates. Ich habe gestern Ö3 gehört bei der Autofahrt, und da wurde 2 Stunden über Helmpflicht für Fahrradfahrer gesprochen, und es waren fast ausschließlich alle Kommentare von Bürgern, die angerufen haben, ja, unbedingt, der Staat muss hier eingreifen, dass die Menschen auch geschützt werden. Und das hat schon ein gewisses Schema, dass genau immer mehr Eingriffe des Staates eigentlich gefordert werden. Ich habe vor ungefähr 2 Monaten ein Facebook-Posting gemacht zu Zigarettenpackungen, die Aufschrift des Staates, der vorschreibt, was umstehen muss, in welcher Größe. Ich habe das sehr, sehr kritisch gesehen und war da selber überrascht, dass auch in meinem offenen, jungen, auch liberalen Umfeld ganz, ganz viele gesagt haben, ja, aber es muss doch der Staat, sagen, das ist gefährlich. Aber ich denke mir, es weiß doch eh eigentlich jeder, dass Rauchen auch schädlich ist, und ob diese Schrift jetzt auf diesem Zigarettenpackerl etwas bringt, glaube ich nicht. Aber ich habe doch natürlich ein sehr, sehr starkes Empfinden für Freiheit, und ich fand das als eine extreme Bevormundung des Staates, einer privaten Firma, hier der Zigarettenfirma, vorzuschreiben, was auf dem Packerl stehen muss. Das finde ich einfach einen Überschritt, einen symbolischen Überschritt über die Rolle des Staates, die er einnehmen muss, weil für mich sollte ein Staat nur dort eingreifen,
wo die Sicherheit von Dritten auch gefährdet ist. Und beim Rauchen gefährde ich mich vor allem selber. Aber noch kurz ein bisschen ein Widerspruch zur Überwachung, weil ich sehe die private Datensammlung von Firmen nicht so gefährlich wie die staatliche Kontrolle, weil ich als Konsument willige mehr oder weniger mündig ein, dass Firmen wie Facebook meine Daten verwenden. Ich kann es auch nicht verwenden. Ich kann allerdings nicht als Bürger mich der Staatshoheit entziehen. Und da sehe ich es für gefährlich an, wenn der Staat eben über Massenüberwachung Daten sammelt, über Staatstrojaner Daten sammelt, über Überschreitungen des Geheimdienstes sogar Telefonate mitverfolgen kann. Dann bin ich in meiner persönlichen Freiheit wirklich eingeschränkt, vor allem dann, wenn das Staatssystem sich Richtung autoritäreren System verändern sollte, dann ist meine persönliche Freiheit wirklich gefährdet. Und darum sehe ich die staatliche Überwachung als viel, viel problematischer an als die Firmen, die mit Daten handeln. Und dafür bräuchte es dann Informationsfreiheit, die es in Österreich auch noch nicht gibt. Genau. Ja. Damit sich die Bürger die Informationen holen können, was sozusagen über sie verfügbar ist, fragen. Ja, aber ich mit der privaten Datenerhebung, das mischt sich ja auch. Also dass der Staat natürlich auch mit privaten Firmen zusammenarbeitet, das kennen wir nicht nur aus den USA. Dass auch sozusagen auf der Ebene des Spitzenpersonals die Leute changieren zwischen den Geheimdiensten und Google und Facebook und so weiter und so fort. Nehmen Sie ein Beispiel dieser Variables, ja, dieser Bändchen, die sind erfunden worden, es soll der individuellen Gesundheit dienen, der Optimierung dienen, mittlerweile favorisieren das Krankenkassen. Und mittlerweile ist das im ganzen Denksystem auch staatlicher Gesundheitsfürsorge und Vorsorge angekommen. Das ist eine freiwillige Aktion, eine freiwillige Geschichte, die vom Privaten ausgeht, dient der Volksgesundheit, dient der Optimierung der individuellen, aber was Sie da an Daten weitergeben, freiwillig und preisgeben über sich, über ihr Leben und preisgeben für eine so umfassende soziale Kontrolle, die staatlich und privat ist. Das sind Entwicklungen im Zuge der digitalen Revolution, über die wir uns zum Teil vielleicht gar nicht so im Klaren sind. Ich möchte eine Sache noch kurz nochmal herausgreifen, die der Christoph eingebettet hat in seine Aussage, nämlich einen Satz von John Stuart Mill oder vielmehr ein Prinzip, das, nachdem ja auch ihr Institut benannt ist, nämlich das sogenannte Schadensprinzip, dass es also nicht ausreicht, sozusagen, es ist keine ausreichende Rechtfertigung für Zwang, jemand sozusagen gegen einen persönlichen Schaden zu schützen, sondern es müssen eben tatsächlich, es muss ein Schaden an Dritten abgewandt werden, nur dann ist Zwang rechtfertigbar. Das wollte ich nur nochmal, weil es sozusagen ein Prinzip ist, das man heutzutage eigentlich schon als klassisch oder alt bezeichnen kann und das, wie Sie auch gemeint haben, durchaus immer mehr in Vergessenheit gerät und man schützt den Bürger immer mehr auch gegen sich, gegen sich selbst. Den Bürger vor sich selbst schützen, das ist staatliche Politik allenthalben. Also es ist jetzt bei Ihnen, das ist in Deutschland, das ist auch natürlich in unseren Nachbarländern. Ich wollte nochmal auf die Rolle der Wissenschaft zurückkommen. Wir haben auch kurz darüber gesprochen, Sie als liberale Politikwissenschaftlerin sind so etwas wie ein, ich will nicht sagen Unikum, aber durchaus eine Ausnahme. Und in Österreich ist es ja auch ähnlich, dass die Politikwissenschaft jetzt eher nicht so viel mit Liberalismus zu tun hat. Es gibt vielleicht den einen oder anderen oder die ein oder andere, aber generell sozusagen ordnet man die Politikwissenschaft eher so auch im linken Spektrum zu. Was ist denn aus Ihrer Sicht sozusagen Ihre persönliche Mission einerseits und andererseits auch, was kann denn das Feld Wissenschaft auch hier zum Freiheitsdiskurs beitragen? Und Christoph, bist du ja auch Wissenschaftssprecher, vielleicht auch aus deiner Sicht und zu ergänzen. Was ich wichtig finde an Schulen, an Hochschulen, insofern, ich hatte auch ein Studium Generale entwickelt in der Zeit, in der ich gelehrt habe, wichtig ist ein Wissen lebendig zu halten, wie über die Jahrhunderte überhaupt unsere Verfassungen der Freiheit entstanden sind. Und das ist überhaupt keine abstrakte Angelegenheit. Das ist eine Ideengeschichte, das ist eine Sozialgeschichte, das ist eine Geistesgeschichte. Es sind Entwicklungsschritte über Jahrhunderte. Das begann mit der Polis, das ging über das römische Recht,
Das hat mit Ideen des Christentums, des Judentums zu tun, in denen dann also aus der politischen Freiheit überhaupt die individuelle Freiheit entstanden ist. Wir haben die Renaissance, die Entstehung der Persönlichkeit überhaupt, also des Individuums, des modernen Individuums. Wir haben die Aufklärung, wir haben die demokratischen Revolutionen, also das ist alles nicht vom Himmel gefallen. Es sind Entwicklungsprozesse, es ist überhaupt dieser ganze Individualisierungsprozess unserer Gesellschaften bis hin zur internationalen Arbeitsteilung. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass es etwas Gewordenes ist, dass es ein ganz langer Prozess war, dass diese Freiheiten fragil sind, dass sie immer wieder unter Druck geraten können. Und Sie haben eingangs darauf hingewiesen, wir standen schon mal besser da. Wir dachten alle nach 89, diese großen Schlachten sind vorbei. Die ganze Welt ist auf dem Weg in Richtung Freiheit. Und wenn man sich jetzt diese Landkarte der Freiheit weltweit anschaut, haben wir überall das Neuerstarken von autoritären Führern, Bürgerkriegen und so weiter und so fort. Also weltweit sieht es um die Freiheit überhaupt nicht gut aus. Und bis hin in unsere Gesellschaften hinein. Also nicht nur Bedrohung von außen, was weiß ich, neoimperialistische Politik von Seiten Putin, von Erdogan und seiner islamistischen Präsidialdiktatur, will ich jetzt gar nicht im Detail reden, und dem Migrationsdruck weltweit, der natürlich auch zu sozialen Verwerfungen in unseren Gesellschaften führt, Aufstieg dieser populistischen Parteien. Es ist viel, aber, und das ist ein Moment, weswegen wir sozusagen diesen historischen Rückblick und die immer wieder neue Vergegenwärtigung immer wieder neu stattfinden lassen müssen. Es sind auch unsere Selbstzweifel hier im Westen, nicht nur seitdem Trump an der Macht ist. Ist denn unser westliches Modell, unsere westlichen freiheitlichen demokratischen Errungenschaften, ist das tatsächlich das, was wir wollen? Also mittlerweile hört man allenthalben und in der Wissenschaft übrigens, wir würden uns in einem postliberalen Zeitalter befinden. Und das ist keine Putin-Propaganda, sondern das wird an den Hochschulen, an den Universitäten, in Denkstuben verbreitet, dass also das, was die Menschenrechte ausmacht, auch die Universalität der Menschenrechte, und das sind diese Freiheitsrechte, dass die sozusagen relativ seien und man dürfe gar nicht mehr davon ausgehen, dass wir die universalistisch auf der ganzen Welt durchsetzen wollen. Also eine Infragestellung eigentlich unserer Freiheitsgeschichte und Freiheitstradition. Und vor dem Hintergrund ist es umso wichtiger, an den Hochschulen, in den Schulen, überhaupt auf Spurensuche zu gehen, wie wir zu unseren Freiheiten gekommen sind. Das ist absolut wichtig. Ja, ich sehe es ähnlich, die Freiheit ist enorm unter Druck. Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss eigentlich von jeder Generation neu erkämpft werden. Wenn man es historisch auch anschaut, ist diese Freiheit, die wir jetzt haben, eine absolute Ausnahme. Aber die meisten sehen sie als Selbstverständlichkeit an und sehen auch nicht, wie gefährdet sie eigentlich ist. Nicht nur über den Diskurs der postliberalen Gesellschaft, aber auch die Diskussion über illiberale Demokratien zum Beispiel, was einfach ein Codewort ist für autoritäre Strömungen, verpackt unter dem Deckmantel von Sicherheit oder der starke Mann, der das Land ordnet. Und hier ist die Gefahr in der Gesellschaft und wir führen irgendwie einen Abwehrkampf, kommt mir vor, als Europäische Union. Wir ziehen uns zurück auf die eigenen Probleme, schauen uns nur noch, betrachten uns selber und statt dem Abwehrkampf müssten wir eigentlich eine offensivere Haltung haben, ein selbstbewussteres Freiheitsbewusstsein auch haben und das auch in die Welt tragen. Jetzt nicht exportieren als Demokratie, sondern zu unseren Werten stehen und die Freiheit als oberstes Ideal auch in den Mittelpunkt stellen. Was es dafür braucht, ist Wissenschaft, ja, und nicht nur linke Wissenschaft, sondern kritische Wissenschaft und ganz, ganz viel Aufklärung. Ich glaube, wir brauchen sogar eine neue Aufklärung, einen neuen Humanismus, der jetzt auch immer mehr in die Diskussion kommt, weil eine Tendenz entsteht, dass Menschen aufgrund sozialen Medien und neuen Informationsflüssen immer mehr abgekapselt sind und immer mehr eigentlich nur noch die eigenen Informationen wahrnehmen. Und das für eine komplexe Welt, in der wir leben, irrsinnig gefährlich sein kann. Und ich glaube, dem kann man nur entgegnen, indem man Kritikfähigkeit an den Schulen und in allen Bildungseinrichtungen als oberstes Prinzip implementiert. Nicht mehr Wissen, sondern Kritikfähigkeit und Zusammenhänge erkennen
Und da müssten wir halt einfach unser Bildungssystem umstellen, um Absolut. Auch in Zukunft eine wehrhafte Demokratie sein zu können. Ja. Wir sind schon bei Lösungsansätzen, deswegen würde ich auch gern zu Lösungsansätzen in der Politik kommen. NEOS hat sich ja auch gegründet als eine, wenn man so will, Intervention für mehr Freiheit, auch nicht nur durch Politik, sondern auch in der Politik. Wir haben uns kurz unterhalten vorher über Macron, was da für Ansätze sind. Was ist denn aus deiner Sicht der Beitrag von NEOS hier, um auch für ein freieres Österreich zu sorgen? In drei Schlagworten. Und ich meine das gar nicht so sehr die inhaltliche Perspektive, sondern tatsächlich sozusagen wie sich NEOS organisiert, warum sich so organisiert. Und eben auch vielleicht, was aus Ihrer Sicht der Beitrag von einer Hommage-Bewegung, von einem Emmanuel Macron ist, so wie die sich organisieren und was da vielleicht auch für spannende Dinge unterwegs sind. Ja, das Vertrauen in politische Parteien nimmt extrem ab, das Vertrauen Politikern gegenüber nimmt extrem ab und da muss man etwas dagegen tun. Und NEOS hat seit der Gründung versucht und macht es auch, die Strukturen anders aufzusetzen. Um konkrete Beispiele zu nennen, wie wir die Listen machen, zum Beispiel mit Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern, die online wählen können, ist schon ein Zeichen, dass wir offener sind, dass wir auch einen Übergang Privatwirtschaft, Politik haben wollen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass nicht mehr empfunden wird, die Politiker und wir Bürger, sondern Politik ist eigentlich etwas, was allen etwas angeht, Politiker und die keine politische Funktion haben. Das heißt, das war ein Schritt, der für uns extrem wichtig war in der Organisationsstruktur. Und auch, dass man Politik nicht mehr als eine lebenslange Aufgabe sieht, darum haben wir Amtszeitbeschränkungen eingeführt, sondern als eine Phase, in der man Verantwortung übertragen bekommt von denen, die einen gewählt haben, um Gesellschaft zum Besseren zu gestalten und nicht als Selbstzweck. Und das sehe ich halt in der österreichischen Politik ganz stark, vor allem im Landtag, dass es halt eine Versorgungsinstitution eigentlich ist für Altfunktionäre und Politiker, die seit Jahrzehnten da sind, die sich dann irgendwelche Jobs verschaffen und das natürlich dann auch wieder das Vertrauen in die Politiker extrem delegitimiert. Zum Beispiel heute wieder ein Skandal, der ehemalige Bundesgeschäftsführer der SPÖ ist mit mir im Landtag, bekommt dort ein sehr, sehr gutes Gehalt und hat eine PR-Agentur und mit der hat er dem Verteidigungsministerium, ohne dass irgendetwas ausgeschrieben war, für 120.000 Euro eine Studie verkauft, die nicht mal gefragt war, aber der ehemalige Geschäftsführer der SPÖ bietet die einfach an und wird in Auftrag gegeben und genau solche Sachen sind gefährlich für das gesellschaftliche Gefüge, weil ich dann auch verstehe, dass man kein Vertrauen mehr hat in diese, ich sage es mal, herrschende Elite, wenn sie so korrupt ist. Ja. Das ist genau der Grund, warum in Frankreich die ganzen alten Parteien abgewählt worden sind, weil die Bürger es satt hatten, permanent mit dieser Korruption wirklich beschmutzt zu werden, muss man fast sagen. Also das ist in Italien nicht anders. In Frankreich spricht man nicht so wie in Italien von Korruption und Mafia, aber das ist in Frankreich, geht es einfach ein bisschen vornehmer zu, aber es läuft natürlich ganz genauso. Auch diese Meritokratie und also wer die ganzen Verbündelungen aus der ENA und so weiter, also das wollten die Bürger nicht mehr. Und anfangs hielten alle Macron für einen absoluten Spinner. Ich hab seine Entwicklung schon sehr, sehr lange und sehr früh verfolgt, fand es hochinteressant, dass jemand erstmal so eine interessante Biografie hat. Im Beirat einer der wichtigsten Philosophiezeitschriften Frankreichs ist nämlich ein Esprit, ein Assistent und Schüler von Ricoeur, einem hochinteressanten Philosophen. Banker wurde, Wirtschaftsminister, im Finanzministerium gearbeitet hat, erst bei den Sozialisten war, sich dann unabhängig gemacht hat. Und am Anfang kam er auch ein bisschen populistisch daher, dann dachte ich auch, oh, das könnte aber schief gehen mit seiner Bewegung En Marche, die ist mittlerweile eingerahmt, La République En Marche, also dann institutionalisiert. Und dass er einen derartigen Erfolg haben wird, hing eben damit zusammen, dass er nicht nur wild populistisch gegen die politische Klasse agierte, sondern dass es ihm tatsächlich gelungen ist, mit der Kandidatenaufstellung 50% Politprofis, die er dann auch noch lagerübergreifend, die Besten sich aus den Altparteien geholt hat und 50% herausragende Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft. Das ist eine
wirklich eine Antwort auf diese Politikverdrossenheit. Also ob das dann jetzt gut geht und jetzt wird es auch einen heißen Herbst geben und es wird Streiks geben und seine Werte sind wieder am Sinken, weil er tatsächlich jetzt Reformen durchsetzt und auch nicht alle Franzosen sind reformfreudig, das wissen wir alles. Aber demokratietheoretisch und realpolitisch ist es ein hochinteressantes Experiment und quasi ein Laboratorium, das wir sehr genau weiter beobachten sollten. Frische Köpfe, auch sein Kabinett, das sind hochgebildete Leute, die haben Bücher geschrieben, also das, die deutsche Politiker finden sie nicht, die höchstens als Ex-Politiker ihre Memoiren schreiben oder sowas, aber ja, also diese auch so ein bisschen diese Geistfeindlichkeit und intellektuellen Feindlichkeit, die man in der politischen Klasse hat, das muss man auch ein bisschen anders sozusagen mal angehen. Da würde ich Ihnen auch viel raten, dazu raten und zu schauen, was läuft in Frankreich. Also neue Köpfe, auch unbequeme Köpfe und aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Bei uns der Bundestag ist sehr öffentlicher Dienst dominiert. Das hat auch Folgen für die Politik, muss sich auch ändern. So, also nur so kriegen wir frischen Wind in die Parlamente und in die Politik. Letzter Punkt noch, bevor ich dann gerne Sie und euch einbinden möchte. Also bitte schon mal beginnen, die Fragen anzudenken. Nämlich, ich würde noch gerne einen Blick in die Zukunft werfen. Für Österreich ist es relativ absehbar, nämlich wir wählen in mittlerweile 10 Tagen. Aber auch sozusagen darüber, über den nächsten Wahltag hinweg gesehen. Und genauso auch für Deutschland. Jetzt kommt da zwar vielleicht Jamaika, aber auch das wird ja auch in 3, 4 Jahren, auch gibt es wieder eine neue Neuwahl, in 4 gibt es eine Neuwahl. Jetzt war es so, nach Brexit und nach dem Erfolg von Trump, da gab es eine Zeit, wo irgendwie das Gefühl da war, sozusagen, es ist vorbei mit liberalen Demokratien, es geht alles den Bach runter und alle haben die Hände in die Höhe geworfen, in den Medien vor allem, und haben gesagt, jetzt steuern wir auf den Dritten Weltkrieg zu. Dann gab es diese Trendwende, viele nennen da immer wieder auch die Wahl von Van der Bellen als eine Trendwende. Da gab es eben Macron etc. Und plötzlich sagen wieder alle, wir haben es überstanden, es wird alles gut. Also wir haben es hinter uns, Paradigmenwechsel, wir sind safe. So. Auch wiederum sozusagen aus deutscher und aus österreichischer Sicht vielleicht, bevor wir das Publikum übergeben, wenn Sie jetzt den Blick 4, 5 Jahre nach vorne werfen, über die Periode hinaus, was sehen Sie denn da? Sehen Sie die AfD sich dort verfestigen? Sehen Sie dort sozusagen den Freiheitsindex sich wieder ins Negative umdrehen? Wenn Sie mal einen Blick in die Glaskugel werfen, was wäre denn da Ihre Prognose? Also ich denke, wir müssen realistischerweise davon ausgehen, dass die AfD kein rein temporäres Phänomen ist. Ich hoffe nicht, dass sie Karriere macht wie bei Ihnen die FPÖ. Das hoffe ich sehr. Aber es wird, wir müssen davon ausgehen, diese Probleme, aus denen die AfD heraus entstanden ist, übrigens auch gerade in Ostdeutschland, die werden nicht innerhalb der nächsten 3, 4 Jahre weg sein. Die Verödung des Landes, die Kluft zwischen Land, dem verödeten Land, der verödeten Provinz und den urbanen Zentren, die werden wir nicht in 4 Jahren überbrücken können. Wir werden in 4 Jahren nicht die weltweite den Migrationsdruck auf Europa in unsere Länder gelöst haben. Wir werden bis dahin hoffentlich, weiß ich nicht, vielleicht mal in Syrien einen Waffenstillstand haben. Wir werden aber bis dahin nicht alle Despoten in Afrika besänftigt haben, sondern dieser Druck aus Afrika und die Migration hierher, die wird so. Unsere Freiheiten, die sind fragil, wir müssen sie verteidigen. Wir müssen zum Beispiel, um Schlimmeres zu verhindern, ganz anders mit der im Moment etwas wegen Wahlkämpfen stillgestellten Euro-Krise umgehen. Auch in Europa, die Schuldenkrise ist nicht vorbei. Griechenland ist auch noch nicht, das steht ein Schuldenschnitt an und so weiter und so fort. Das möchten viele Bevölkerung nicht. Also wir brauchen offene Diskussionen darüber. Und gerade weil wir in verschiedenen Ländern die Populisten drin haben in den Parlamenten, ist es wichtig, dass ehrliche, offene Auseinandersetzungen darüber stattfinden und nicht tabuisiert wird. So, das ist die einzige Chance, und darin sehe ich sehr wohl Chancen, dass freiheitliche Positionen auch stärker werden. Und dass man einen Satz noch zu Europa, statt
irgendwelche Gurken zu uniformieren und länderübergreifend das Bier zur Droge zu erklären und Zettelchen auf jede Bierflasche in allen Ländern zu kleben, ist es wichtig, dass die Sicherheitsdienste der verschiedenen Länder endlich in Kooperation kommen und eng zusammenarbeiten und bis hin europäische Armee und solche Diskussionen in Gang gebracht werden. Auch das wird sozusagen der Freiheit in den einzelnen nationalen Parlamenten dienlich sein. So. Vielen Dank, Christopher. Was ist denn dein Blick auch auf Österreich? Mhm. Ja, ich sehe Österreich am Scheideweg, weil die Bevölkerung möchte keine große Koalition mehr. Das, was seit Jahrzehnten nicht funktioniert hat. Und die Großparteien haben es halt irgendwie geschafft, sich neu anzumalen, neue Namen zu geben und drum irgendwie die Vertrauenskrise nochmal zu überbrücken. Aber ich glaube, es ist nur eine Überbrückung. Und wenn nochmal Rot-Schwarz kommen würde, wäre das für das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik eine komplette Katastrophe, weil es würde alles gleich weiterlaufen und dann würde es wirklich einen Kollaps geben, ist meine Einschätzung von Österreich. Andere Alternative, eine FPÖ in der Regierung mit Schwarz-Blau, glaube ich, würden wir uns eher Richtung Ungarn entwickeln, auch wenn die ÖVP, zum Beispiel heute war ich auf der Podiumsdiskussion mit einem ÖVPler, der gesagt hat, ja, sie meinen es ja eh nicht so, aber sie müssen es ja machen, weil die FPÖ so weit rechts ist und darum sind sie ja auch so. Halte ich auch für sehr gefährlich demokratiepolitisch und Schwarz-Blau möchte ich auch nicht. Ich hoffe, wenn wir annähernd so stark werden wie die FDP, dass sich eine Jamaika oder wie es in Österreich heißt, eine Dirndl-Koalition ausgeht und Österreich wird sie Dirndl-Koalition genannt, weil pink statt gelb. Ich glaube, das wäre eine mutige Ansage, wo auch wieder Vertrauen der Bevölkerung in die Politik neu gewonnen werden könnte, weil wir zeigen könnten, ja, wir können Politik auch anders gestalten mit Grün und Neos, die keine Fesseln haben wie die ÖVP, könnten wir, glaube ich, die ÖVP sehr gut vor uns hertreiben und damit auch die wichtigen Reformen angehen, die es in diesem Land braucht. Und ich glaube, die wären auch gewollt und darum ist die Unzufriedenheit auch so groß. Und abschließend bewundere ich oft Deutschland wegen der politischen Kultur. Ich glaube, da ist die politische Kultur wesentlich besser verankert als in Österreich. Auch die Debattenkultur in den Parlamenten zum Beispiel. Und wenn Sie sagen, in den deutschen Parlamenten sind so viele Beamtinnen und Beamte, in Österreich sind die Parlamente eigentlich zu einem Großteil besetzt über öffentlichen Dienst und über Sozialpartner oder Banken, die parteinahe stehen. Das heißt, wir haben eigentlich nicht wirklich ein Bürgerinnen- und Bürgerparlament jetzt, sondern eigentlich eine ständestaatliche Vertretung von Interessensgruppen. Und das müsste sich massiv verändern. Absolut. Vielen Dank Ihnen beiden. Damit öffne ich fürs Publikum. Bitte die Hand zu heben. Ich sammle Fragen. Bitte keine langen Co-Referate und bitte auch nicht 10 Fragen auf einmal, sondern gerne ein oder zwei. Kann auch ein Beitrag sein. Ich sammle mal und gebe es dann weiter. Bitte sehr. Danke, es geht ganz schnell. Danke für diese tolle Veranstaltung. Christoph, du hast vor einigen Monaten das Dilemma zwischen persönlicher Freiheit und öffentlicher Freiheit auf den Punkt gebracht, in einer für mich Weise, die ich mir ewig merke. Du hast damals gesagt, du bist gegen die Burka, aber du bist auch gegen ein Burka-Verbot. Genau das fasst das, glaube ich, unsere Situation sehr, sehr schön zusammen. Ein großes Freiheitsbedrohungspotenzial kommt auf uns zu mit dem Trigger-Warning an Universitäten, das vom angloamerikanischen Raum mittlerweile bitte auch an die Uni in Wien übergeschwappt ist. Und wirkliche Angst um unsere mittelfristige Freiheit habe ich bekommen, als ich vor wenigen Tagen eine neue Studie von SORA gelesen habe, die ausweist, dass in Österreich 33% der bis 35-Jährigen nicht sagen können, ob die NS-Zeit etwas Gutes und etwas Schlechtes gewesen ist. Das ist ein wirkliches Alarmzeichen und es ist eine Folge dessen, von der Erkenntnis, dass man sagt, das Lesen, Schreiben und Rechnen ist nicht nur wegen des Lesen, Schreibens und Rechnens wichtig, sondern ohne Lesen, Schreiben und Rechnen kann es keinen Unterricht in politischer Bildung, in Geschichte, in Geografie oder sonst geben. Danke. Vielen Dank. Mag gleich noch wer, dann würde ich einmal ein paar Sachen sammeln und ich gebe es dann weiter. Zwei, wir werden mal beide, bitte. Ja, auch von mir danke für die Inputs. Schon jetzt den Faden verloren. Einerseits, wir haben gerade vorher geredet über Bildung und Wissenschaft und wie sozusagen die Wichtigkeit der Freiheit da stärker in den Vordergrund kommen sollte. Jetzt möchte ich vielleicht nochmal auf das Schlagwort auch des Freiheitswunsches zurückkommen und warum der eventuell nicht ausgeprägt ist. Christoph, du hast vorher das Beispiel von der Helmpflicht gebracht und da ist halt schon noch diese Sache da, dass man Verantwortung abgibt. Und ich glaube, es ist eine Sache,
die Wichtigkeit der Freiheit zu unterstreichen, aber ich stelle es mir persönlich sehr viel schwieriger vor, den Leuten beizubringen, warum es eigentlich etwas Positives ist, wenn sie selber Verantwortung übernehmen. Und mich würde interessieren, wie Sie darauf reagieren, was auch Ihre Ansätze sind. Und vielleicht darf ich noch einen Kommentar, weil da würde mich auch Ihre Meinung dazu interessieren. Ich finde, es fühlt sich sehr paradox an, dass sich einerseits das Vertrauen in die Politik verschwindet und gleichzeitig eben dieser Freiheitswunsch offensichtlich in Österreich zumindest nicht spürbar steigt, da ich eben, wenn ich kein Vertrauen in diese Politiker habe, warum will ich dann, dass die eigentlich mein Leben sozusagen verantworten? Würde mich die Kommentare interessieren. Vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Freiheitsindex, und zwar Sie haben gesprochen von den paternalistischen Wünschen sozusagen. Welche Fragen werden da gestellt bei dem Fragebogen? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen bei der Erhebung? Fein, also das Thema Trigger Warnings, vielleicht auch ein paar Worte dazu, worum es da geht, dass die Leute nicht mehr beurteilen können, die jungen Leute vor allem, war es gut oder schlecht oder war nicht alles schlecht in der NS-Zeit. Das Thema Verhältnis, Freiheitswunsch, Selbstverantwortung und auch Zusammenhänge mit dem Thema, einerseits vertraut man der Politik nicht mehr, auf der anderen Seite will man keine Verantwortung nehmen, was heißt das dann eigentlich in der Folge? Und dann noch ein paar Anmerkungen zum Freiheitsindex. Frag mal, wollen Sie mal vielleicht mit dem letzten gleich starten? Jetzt diese Entwicklung an den Hochschulen sehe ich auch mit großer Sorge nach verschiedenen Seiten hin. Also einmal, daran sieht man auch die Angst vor Auseinandersetzungen, Zumutungen, auch Zumutungen der Wahrheit, auch historischer Wahrheiten. Also das haben Sie bestimmt auch verfolgt, dass dann in England an Hochschulen die Bibel als zu gewalttätig gilt und man dann also irgendwie die Bibel nicht mehr liest, weil das eine Zumutung sei. Das ist das eine. Und dass wir dann an den Hochschulen auch eine Tendenz haben, eine Identitätspolitik, die sozusagen nicht mehr in universellen Denktraditionen auch eben, was weiß ich, die Bibel herannimmt, auch wenn es Gewaltzählen in der Bibel gibt oder sonst wie, sondern also immer quasi kulturalistisch in kleinen Feldern arbeiten will und sich wohlfühlen will und forschen möchte. Gut, das würde alles ein bisschen zu weit führen. Also ich schließe mich ganz Ihnen an, das habe ich auch eingangs vorhin schon gesagt, wir brauchen da einen ganz anderen Bildungskanon, also auf einer ganz anderen Grundlage, und zwar bereits schon in den Schulen und aber auch an den Hochschulen. Also ein Studium Generale, das ist gerade in Deutschland mit dem Bologna-Prozess ist das zum Teil alles zurückgefahren worden und zum Teil abgeschafft worden, was desaströs ist. Ja, also auch um tatsächlich hier unsere Grundlagen zu verteidigen, brauchen wir das wieder. Freiheitsindex, wie ist er aufgebaut? Freiheitsindex. Also es gibt diese Frage zum Paternalismus, die hat uns besonders interessiert, und wir haben also zum Beispiel eine Skala von 15 Punkten, was soll der Staat regeln, was sollen die Bürger selber regeln, und es fängt an mit ungesunden Lebensmitteln, die der Staat verbieten soll. So, also wir haben einfach, wo kann man den Alltag regulieren, also das ist, was weiß ich, Pornografie, Verbot von Pornografie bis hin zu Helm, also eigene Gesundheit, haben wir also eine große Liste entwickelt, und es ist leider so, dass die Bürger doch sehr schätzen, wenn ihr Alltag ziemlich kräftig reguliert wird. So. Was den Freiheitsbegriff anlangt, da haben wir natürlich verschiedene, gibt es ja verschiedene Freiheitsdefinitionen. Ich will machen, was ich will, ohne Einschränkung, oder einen Freiheitsbegriff, der die Selbstverantwortung ins Zentrum stellt. Also das fragen wir unterschiedlich ab, und da ist es zum Beispiel so, dass der Freiheitsbegriff, ein Freiheitsbegriff, der auch Selbstverantwortung ins Zentrum rückt, dass ich für mein Leben verantwortlich bin, der ist zwar mehrheitlich geteilt, steht aber durchaus im Widerspruch dazu, trotzdem staatliche Verbote für das Alltagsleben zu fordern. Und da sind wir bei Ihrer Frage.
Das zeigt die Ambivalenzen der Freiheit. Natürlich sind es auch mit unserer ganzen Entwicklungsgeschichte Zumutungen. Also die Moderne, das moderne Individuum hat auch dazu geführt, dass manche sozusagen mit dem Zuwachs der Freiheit der Wahl auch die Qual der Wahl erleiden. Also plötzlich mit diesen Individualisierungsprozessen, die die Moderne auszeichnet, dass jeder selbstständiger wurde, dass er sich um sich kümmert, dass er aufsteigen kann aus seiner Herkunft, dass er in die weite Welt hinaus kann, mit diesen Freiheitszugewinnen ist natürlich ein anderer Preis verbunden, nämlich auch individuell scheitern zu können. So. Und das Bedürfnis, an die Hand genommen zu werden, beschützt zu werden, auch einfach Angst zu haben, bänglich zu sein mit einer unsicheren Zukunft, mit der Weltlage, mit Terror, mit sonst was alles, das führt natürlich auch dazu, dass die Leute nicht nur aufrecht immer die Freiheitsfahne schwingen. Also das heißt, auch ein moderner und kluger politischer Liberalismus muss mit diesen irrationalen Elementen umgehen und nicht jetzt, wie das gerne wieder in paternalistischer Manier gemacht wird, auch schön in diesen Sprüchen, wir müssen die Bürger an die Hand nehmen, die Bürger sind ängstlich, bis hin, dass man die Bürger pathologisiert, weil sie Angst haben, nicht in dieser Manier, sondern Bedrohungen, die da sind, ernst nehmen und sich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Nur so werden auch Erwachsene Erwachsener so, und bleiben nicht Kinder. Vielen Dank, Christoph. Genau. Ich glaube, dass Streit und Meinungspluralismus unglaublich wichtig ist in der Demokratie und darum sehe ich auch solche Tendenzen an den Unis, wo andere Meinungen nicht mehr gehört werden wollen, als höchst problematisch an. Es war, glaube ich, erst vor ein paar Monaten, dass in Cambridge als Uni, Dawkins ausgeladen haben, weil Studierende dagegen protestiert haben, weil Dawkins anscheinend zu offensiv Religionen gegenüber ist. Und wenn selbst bei solchen Themen dann eine moralisierende Keule kommt, dass man es nicht anhört, dann ist wirklich unsere Demokratie in Gefahr. Weil schade, dass Demokratie Christoph Hitchens schon tot ist, oder? Der hätte mit aufgeräumt. Nein, aber wirklich, der Austausch ist wichtig und Demokratie ist oft eine Zumutung und andere Meinungen sind eine Zumutung, aber eine positive Zumutung. Und darum sehe ich solche Tendenzen als sehr, sehr gefährlich an. Ich fand es sehr gut, wie es Lindner gehandhabt hat im deutschen Wahlkampf. Er war sehr viel an Hochschulen und dort gab es ganz starke Strömungen auch, seine Veranstaltungen zu boykottieren durch Proteste, durch linke Studierendenproteste, weil er zu neoliberal ist oder Kolonialist, was auch immer, Teufelszeug. Und da gab es Gegendemonstrationen und Lindner hat die nicht abgedreht, sondern hat sie immer gefordert, herausgefordert, auf die Bühne zu gehen, um ihren Standpunkt kundzutun. Und das fand ich großartig, weil bei der Hälfte der Veranstaltungen sich dann niemand getraut hat, auf die Bühne zu gehen, um deren Meinung zu artikulieren. Aber das ist ja das Wichtige, dieser Streit der Meinung, das ist unglaublich wichtig. Und ich sehe leider auch auf den Hochschulen eine Tendenz, dass der Meinungspluralismus nicht mehr zugelassen wird. Vor allem an Sozialwissenschaften, ich habe selber Politikwissenschaften studiert, dass man dort als Liberaler manchmal als Reaktionär oder sonst was gesehen wird, weil es einfach so eine gesinnungsmoralisierende Gesinnung gibt, die sehr linksorientiert ist. Und ich glaube, da muss man sich auch dagegen wehren. Ich fand sehr spannend dieses Paradoxon eigentlich von Menschen glauben weniger in die Demokratie, wollen aber trotzdem mehr bevormundet werden. Ich glaube, dass das, für mich ist es gar nicht so paradox, weil der Glaube an Demokratie sinkt, aber der Wunsch nach starker Führung steigt. Das heißt, man glaubt nicht mehr an die Aushandlungsprozesse in der Demokratie, sondern möchte die lieber jemanden geben, der hart durchgreift. Und was ja nicht am Sinken begriffen ist, ja die direkte Vertrauenswerte in den einzelnen Politiker, aber ins System. Und darum glaube ich, ist irgendwie so, dass wir geben die Verantwortung ab an einen Starken, der dann für uns bestimmt. Und da gibt es ja auch sehr besorgniserregende Umfragen, wie viele jetzt einen starken Mann haben wollen, was ein bisschen auch in dein Statement geht, wie viele die NS-Zeit verharmlosen. Und da ist der einzige Ansatz Bildung, Bildungssystem. Bildung verbessern. Wenn so viele junge Menschen so eine Meinung vom NS-System haben, dann frage ich mich, was ist im Geschichteunterricht in der Schule passiert? Und hier müsste man ansetzen. Sie wollten noch was hinzufügen? Ich wollte nur ein schönes, kleines, positives Beispiel hier nochmal in den Raum werfen. Ich habe mich jetzt gerade intensiver mit beschäftigt, Ralf Dahndorf, über den ist gerade eine schöne, lesenswerte Biografie erschienen von Frau Mayfort.
Das Buch ist von mit, also der Klappenumschlag des Buchs zeigt Ralf Dahndorf mit Rudi Dutschke. Und zwar ist es ein ganz berühmter Disput 1968 gewesen, man erinnere sich, das war der Höhepunkt der Studentenbewegung, der APO, der außerparlamentarischen Opposition einerseits und ein wichtiger Parteitag der deutschen FDP. Dahndorf war damals in der FDP und die FDP wollte nicht, dass er mit Rudi Dutschke debattiert, so in Freiburg. Das sei also mit der außerparlamentarischen Opposition, das dürfe man nicht und das ist links und so weiter, das führt uns hier ab und so weiter. Er, Dahndorf und Hambrücher und ich weiß nicht, noch eine dritte Person aus dem FDP-Parteivorstand widersetzten sich diesem Gebot der Partei. Dahndorf hat sich dann auf einen Disput mit Rudi Dutschke eingelassen, auf einem Auto mit Megafon. Und Rudi Dutschke galt als absolut unschlagbar rhetorisch, deshalb auch sein Erfolg. Und Ralf Dahndorf war aber besser und hat einen unglaublichen Achtungserfolg nach beiden Seiten gehabt. Einerseits in die FDP hinein, die dann ihn auch nicht mit irgendwelchen Strafen belegte, weil er das machte, sondern damit froh war, dass also in die außerparlamentarische Opposition Dahndorf eine Bresche geschlagen hat. Und umgekehrt ist er in dieser außerparlamentarischen Linken plötzlich anerkannt gewesen und der Liberalismus hat sozusagen gepunktet in Gestalt von Dahndorf. Also solche Leute brauchen wir und so muss es funktionieren. Ja? Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, eine Frage aus dem Stream und da geht es auch eine Hand oben. Bitte schön. Zwei Fragen sogar. Zwei Fragen. Die erste ist: Freiheitsrechte ja und keine überbordende Kontrolle, aber Korruption, Terror und organisierte Kriminalität müssen wirksam bekämpft werden können. Hier die richtige Methode zu finden ist nötig. Was sind dazu sinnvolle Ansätze? Mhm. Die zweite Frage ist: Wir müssen unsere Freiheit verteidigen, ja, aber welche Mittel stehen dem einzelnen Bürger zur Verfügung, sich gegen die staatliche Überreglementierung zu wehren? Ich sehe nicht viele, man ist doch in Österreich der Gesetzgebung quasi ausgeliefert. Vielen Dank. Und da drüben war auch eine Hand oben. Birka, bin Baujahr 42. Ich habe die Studienabschnitte gemacht, Agrarökonomie, Biometrie, Politikwissenschaft. An der Uni habe ich gelehrt, Softwareprojektierung, Systemanalyse. Und ich habe mich über zwei Jahrzehnte intensiv mit der Religion, Theologie beschäftigt. Und das Islam ist eigentlich bereits an der Wiener Uni. Und das hat mich veranlasst, dieses Thema den Politikern vollkommen klar zu machen. Und zwar auch unsere Seite. Darüber will niemand sprechen. Die katholische Kirche, die katholische Theologie ist an 5 Fakultäten vertreten und hat 4 theologische Hochschulen. Und das wird im Wesentlichen vom Steuerzahler bezahlt. Ich habe dafür kein Verständnis, denn Theologie hat mit Wissenschaft absolut nichts zu tun. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, ich habe Sie, Herr Abgeordneter, darüber informiert. Ich bin überrascht, dass Sie kein Wort darüber verloren haben. Man muss das so sehen, angenommen, Theologie von der Praxis her beschäftigt in Österreich 3000 Priester. Wir haben 4500 Tierärzte in Österreich, aber eine Veterinäruniversität. Aber die Theologie ist vollstens ausgestattet und ich habe eine Reihe Politiker konsultiert damit. Und niemand ist bereit, da auch irgendetwas zu machen. Das hat mich veranlasst, die Broschüre rauszubringen, Gewissen 4.0. Und ich möchte Ihnen nur die Rückseite kurz vorlesen, 2 Sätze. Das ist praktisch meine Ansicht. Humanität ersetzt die 10 Gebote. Du bist verantwortlich für dein Denken, Reden, Schreiben und Handeln gegenüber dir, dem Nächsten, der Gesellschaft und der Umwelt. Befindet sich Unrecht, Bedenkliches oder Leid in deinem Einflussbereich? Schau nicht weg, sondern werde aktiv. Sollte jemand die Broschüre wollen, ist sie ja daher, kostet 5 Euro. Vielen Dank. 3 Punkte waren es jetzt. Gibt es noch einen
4. Ansonsten, ja, da hinten ist noch eine Hand, ich vergesse sie vorne nicht, dann machen wir noch eine, nehmen Sie noch mit. Bitte schön. Ich hätte eine migrantische Bereich eine Frage. Ja. Ich habe eine Veranstaltung in der österreichischen Integration teilgenommen, wo der Frau Dr. Kneißl Nahost-Expertin war und ein Philosoph aus Frankreich dabei war. Ja. Ich als migrantischer Medienjournalist dürfte ich eine Frage stellen dürfen. Ja. Die Thema war Integration und Islam. Ja. Ich war der einzige islamische Herkunft, die Glauben hatte. Und der Frau Dr. Kneißl müsste den Geschäftsführer, den Stellvertreter fragen müssen, ob ich eine Frage stellen darf. Ja. Diese Frage wurde nicht gestellt. Meine Freiheit wurde dort entzogen, denke ich, würde ich es mal so denken. Ich habe versucht, dieses Thema zu thematisieren. Ich habe den österreichischen Integrationsfonds geschrieben, ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe die Gleichbehandlungsanwaltschaft geschrieben. Die haben gesagt, wir sind nicht zuständig. Dann habe ich das Land Niederösterreich, Land Wien geschrieben. Niemand ist, gibt es eine Zuständigkeit, ja, dass man, wir als ein demokratisches Land, wo wir uns wenden können, wir werden hier ignoriert, wir werden hier diskriminiert, wir hier lebende Neuösterreicher, ich bin türkischer Herkunft, ja, wir können uns diesen Thema nicht thematisieren. Es gibt jedes Jahr gibt es Jahresbericht über Österreich, Europäische Kommissionbericht und Europäische Parlamentsbericht sagt, muslimische Menschen, Herkunft werden in Österreich, ja, in Europa, zweiter Stelle, wird diskriminiert, ignoriert und die Gesellschaft wird immer noch schlimmer. Vielen Dank. Und dann war hier ganz vorne noch, bitte kurz aufs Mikrofon warten, damit auch die Leute im Stream das hören. Bitte schön. Hast du auch noch eine? Dann nehmen wir die auch noch mit. Bitte schön. Guten Abend. Ich wurde in 1992 in Russland geboren, gleichzeitig mit der Freiheit im Staat. Und 2012 bin ich nach Österreich gekommen, auch kurz davor, als die Freiheit in Russland komplett ausgestorben ist. Als ich dann später reflektiert habe, warum es eigentlich so gewesen ist, ist mir aufgefallen, dass ich glaube, den Menschen ist einfach in so Ende 90er Jahren, Anfang 2000 zu gut gegangen, weil alle waren zufrieden und dann ist genau diese Prägung für den starken Leader entstanden, dass die Menschen haben gedacht, okay, ich habe mein Stück Brot, mach mal mit Butter, mach mal mit Kaviar, mach mal mit Flasche Wodka und sonst ist mir alles wurscht, lieber Stadt, lieber Regierung, macht's was ihr wollt. Und dann, ich bin nach Österreich gekommen und ich habe in der Uni einen Bachelor in Moskau Wirtschaft studiert, Wirtschaftswissenschaft. Und wir haben sehr massiv Austrian School auch gelernt. Und dann, wie groß war meine Überraschung, als ich habe gesehen, dass Österreich ist auch nicht so frei, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt ist meine Frage, glauben Sie es nicht deswegen, weil den Menschen hier einfach zu gut geht, dass der Stillstand dafür sorgt, dass die Menschen den Bereich für die Freiheit, auf die Freiheit verzichten, wenn wir glauben, okay, der Staat kümmert eh um mich, ich kriege meinen Platz in der Uni, ich kriege meine Pension, wenn ich meinen Job verliere, sorgt dafür das AMS. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Konkurrenz, um die Freiheit zu verteidigen. Vielen Dank und danke. Dankeschön. Und zwar, mich würde es einfach interessieren, wir haben jetzt die Situation, dass wir durch die Zuwanderung sehr viele Menschen aus Ländern haben, die sehr konservativ sind und einen sehr klein geschriebenen Freiheitsbegriff. Und Christoph, du hast gesagt, da muss man einfach an der Bildung ansetzen und darstellen, dass man die Leute bildet. Aber ich glaube, das Problem ist oft, dass die Leute einfach aus dem Schulalter draußen sind. Und problematisch ist es eben bei Leuten ab dem Alter 30 plus. Und zwar, ich kenne das eh von mir selbst, meine Eltern kommen aus dem Kosovo und ich habe einen sehr breiten, also groß ausgeprägten Freiheitsbegriff, meine Eltern einen sehr eingeschränkten und da verstehen sie halt oft einfach, die verstehen einfach oft nicht, was ich meine. Und da frage ich mich wirklich, wie kann man bei den Älteren oder bei den Eltern der First Generation mit Migrationshintergrund, wie kann man da ansetzen und die Leute Freiheit lehren, sozusagen. Vielen Dank. Also, das war jetzt das Thema, was gibt es für Ansätze in der Erwachsenenbildung auch für das Thema Freiheit? Dann war das Thema, geht es den Menschen vielleicht einfach zu gut? Also wenn man so will, ein Dekadenzargument, dass die Freiheit sozusagen nichts wert ist, wenn man wie die Made im Speck lebt, übertrieben formuliert.
Dann war der Input da hinten zum Thema Debattenkultur und Einbeziehung von Meinungen anderer, beziehungsweise Exklusion, Meinungen anderer. Was kann man da tun? Das Thema Religion, letztendlich das Verhältnis auch von Staat und Kirche und die Implikationen für die Freiheit. Und dann waren da zwei Fragen aus dem Stream zum Thema, naja, aber wenn man sozusagen alles einschränkt, was für wirksame sozusagen Methoden gibt es eigentlich zur Bekämpfung auf systemischer Ebene von Korruption zum Beispiel auch? Und auf der anderen Seite sozusagen, was kann der einzelne Bürger tun, Stichwort ziviler Ungehorsam in Zeiten wie diesen, um sich da irgendwie noch zur Wehr zu setzen gegen die übermächtigen Institutionen? Womit wollen wir starten? Jeweils ein paar rausnehmen. Oder? Ja. Ja, vielleicht ganz, was Sie ganz zum Schluss sagten, oder zu dem großen Feld Bildung. Ich denke, das funktioniert über Sprache nur. Also das sind die Eltern, ich meine, die Jungen, die hierher kommen, die sind auch, da ist die Chance, dass sie die deutsche Sprache dann doch über Kindergarten, Schule lernen, noch größer. Aber Sprache ist ja nicht nur einfach Sprache, sondern mit Sprache werden genau auch unsere kulturellen Elemente, die unsere Kultur ausmachen, transportiert. Beispielsweise auch, wie es um die Stellung der Frau geht, was unsere Kultur ausmacht. Also ich denke, diese Form der Erwachsenenbildung und Bildung, das läuft über Sprache und das läuft auch nur, dass man sich tatsächlich genauere Gedanken darüber machen muss, wie erfolgreich Integrationsprozesse tatsächlich stattfinden können. Und dass populistische Parteien überall in Europa so gewonnen haben, auch eben bei uns, hängt auch damit zusammen, dass die Altparteien gerne kleingeredet haben, dass es sich Parallelgesellschaften herausgebildet haben, gerade in Frankreich übrigens, aber auch in Deutschland, und die Probleme werden sie zum Teil hier auch gehabt haben. Also das ist wieder ein klassisches Beispiel, wenn Probleme, die entstehen, Konflikte, die entstehen, kleingeredet werden, hat das nur was mit Nichtaufklärung zu tun, sondern da kann überhaupt nicht ein Integrationsprozess überhaupt in Gang kommen. Wir müssen über diese Differenzen reden. Natürlich haben wir mit der Einwanderung, mit dem Flüchtlingsdruck, sei es ökonomische Einwanderung, sei es Kriegsflüchtlinge, haben wir eine Einwanderung von Menschen, die aus unglaublich patriarchal-archaischen Kulturen kommen. Und das haben wir plötzlich in unseren Straßen, deshalb die ganze Debatte über Burka, Kopftuch und so weiter und so fort. Das haben wir, was prinzipiell die Stellung der Frau anlangt. Das haben wir, welchen Stellenwert hat Religion im öffentlichen Raum, auch zu Ihnen. Deshalb müssen wir uns in gesellschaftlichen Debatten darüber selbst vergewissern, wie säkular wollen wir sein. Wollen wir laizistisch sein oder nur säkular? Ist auch unsere Säkularität zum Teil eine trügerische? Haben wir doch nicht Staatskirchen? In Deutschland ist es so, dass die Kirchen überall in den Rundfunkräten sitzen. Ist das wirklich säkular? Ist das eine säkulare Ordnung? So, an solche Themen müssen wir ran, gerade aus einer liberalen Perspektive. Aber man sieht, dass diese einmal erreichten Freiheitsstandards, die wir vermeintlich hatten, hier überall in Europa, dass wir uns immer wieder neu darüber vergewissern müssen, auf allen verschiedenen Ebenen. So. Ja, also, und das auf der Bildungsebene, deshalb in den Hochschulen, in den Schulen, aber auch eben auf Bildungsebene gerichtet an die zu uns kommen. Sonst haben wir richtig große Probleme. Mit dem Argument oder der These, wenn es den Menschen zu gut geht, wollen sie keine Freiheiten mehr. Ich glaube, es ist differenzierter. Wenn die Menschen zu sehr abhängig sind vom Staat, dann wird Freiheit irgendwann egal. Also ich glaube schon, dass ein Wohlstandsniveau, und da gibt es ja auch sehr viele Studien dazu, dass ab einem gewissen Wohlstandsniveau der Drang nach Freiheit und Demokratie größer wird, wenn man sich als Mensch dann entfaltet und die Unfreiheit eher auffällt. Wo diese Tendenz aber getötet wird, ist durch Abhängigkeiten durch den Staat, durch zu viele Förderungen, durch Jobs, die über Parteien hergegeben werden. Und da haben wir in Österreich einen ganz, ganz, ganz breiten Bereich. Wenn man jetzt zum Beispiel die Diskussion um die Kammern anschaut, wenn wir sagen, wir wollen die Pflichtmitgliedschaft der Kammern abschaffen, gibt es 10.000, die abhängig sind von der Kammern, die dann natürlich Angst haben und so diesen Freiheitsdiskurs auch einschränken. Also ich glaube, es ist eher die Abhängigkeitsfrage als der ökonomische Wohlstand.
zur Kirche. Ich freue mich, dass ich Sie kennenlerne. Sie haben mir gestern geschrieben, ich bin leider noch nicht zum Antworten gekommen, weil ich heute den ganzen Tag im Wahlkampf war, seit 7 Uhr in der Früh. Aber das Argument und Ihr Anliegen ist mir extrem wichtig, einen laizistischen Staat. Ich bin einer von denen, die sagen, streng laizistisch, strenge Trennung von Staat, von Kirchen, auch keine Privilegien für einzelne Kirchen, sondern der Staat sollte alle Religionen oder auch nicht anerkannte Religionen gleich behandeln und auch nicht einzelne mehr fördern. Das heißt, hier habe ich ein sehr säkulares Verständnis von dem, wie ein Staat funktionieren sollte und bin, glaube ich, deshalb ziemlich bei Ihnen von dem, was Sie auch wollen und spreche ich auch nachher gerne noch mit Ihnen und über Ihr Buch. Genau, die Veranstaltung, wenn man dort keine Frage stellen darf, ist natürlich nicht ideal. Man sollte als Veranstalter auch den Mut haben, auch kritische Fragen anzunehmen. Allerdings kann es auch niemand dem Veranstalter verbieten, Fragen nicht ranzunehmen. Aber ich würde dafür kämpfen, dass man jede Frage stellen darf im öffentlichen Raum. Und die Fragen im Stream sind sehr umfangreich. Da ging es um Radikalisierung, Terror und die Abwägung Freiheit zur Sicherheit. Ganz kurz ist meine Position, natürlich brauchen wir konkrete Überwachungsmöglichkeiten, aber die sollen nicht als Massenüberwachung für jeden Bürger gelten, sondern spezifisch. Wir müssen stärker werden in der Beobachtung und der Kontrolle von Gefährdern, weil wir als Staat ja eigentlich ziemlich genau wissen, wer sind die Personen, die zum Beispiel im IS gekämpft haben, aber unsere Mittel im Geheimdienst leider so schlecht ausgestattet sind, dass wir hier nicht effektiv arbeiten können. Das heißt, ich finde, es ist sinnvoller, die jetzigen Gesetze sinnvoll anzuwenden, als neue Gesetze zu erfinden, die uns alle im Leben einschränken. Und das haben Sie schon angesprochen, vor allem europäische Vernetzung. Es kann nicht sein, dass die europäischen Staaten noch immer nicht Informationen weitergeben, die sie haben, geheimdienstlich, um auch Gefahrenpotenzial zu entgehen. Also ich glaube, hier gezielte Kontrolle ist besser als Massenüberwachung. Vielen Dank Ihnen beiden. Damit sind wir am Ende des heutigen Abends angelangt. Wie frei ist Österreich, wie frei ist Deutschland? Ich glaube, wir haben gehört, dass es in vielerlei Hinsicht durchaus positive Signale gibt, aber auf der anderen Seite auch wir sehr wachsam sein müssen und bleiben müssen, dass vieles zu tun gibt. Eines, das Sie tun können, ist am 15.10. Neos wählen. Ja, Freiheit kann man wählen in 10 Tagen. Ansonsten, und vielleicht können Sie es auch noch anderen empfehlen, es wird auf jede Stimme ankommen. Danke jetzt schon für Ihr Vertrauen. Wir werden es auf jeden Fall dafür einsetzen, für mehr Freiheit zu kämpfen. Ansonsten ist das heute unsere letzte Veranstaltung vor der Wahl. Wir sehen uns also dann sozusagen in der nächsten Legislaturperiode wieder. Mal sehen, in welcher Zusammensetzung. In diesem Sinne, Frau Professor Ackermann, vielen herzlichen Dank fürs Hiersein. Lieber Christoph, auch dir vielen herzlichen Dank, dass du dir im Wahlkampf die Zeit genommen hast und Ihnen auch. Weiterhin noch einen schönen Abend. Sie können sich jetzt gerne noch bei einem Getränk mit oder ohne Alkohol miteinander unterhalten und vielleicht auch noch mit dem Vortrag ein bisschen plauschen. Vielen herzlichen Dank, den Freiheitsindex zu kaufen. Schönen Abend. Applaus